Ein herzliches Willkommen zu unserem Thema Alchemie, Metalle in Alchemie und Heilkunst. Im Namen von Natura Naturans, Max ist leider nicht da, aber Margit ist da, ich bin da und wir heißen euch herzlich willkommen. Es sind ja nahezu ausschließlich Freunde da, ein paar neue Gäste darf ich begrüßen, deren Gesicht ich noch nicht kenne, aber es sind so viele Vertraute da, so viele, mit denen wir schon lange zusammen sind, die Ausbildung bei uns besucht haben und ich finde es toll, dass ihr euch nicht langweilt, dass ihr wieder herkommt und hier das Wochenende mit uns verbringt, das ist einfach schön. Immer wieder schön. Eine Gelegenheit, sich wiederzusehen. So eine etwas größere Veranstaltung, die ja auch einen ganz anderen Anspruch hat. Wir haben sehr viele Ideen, die wir in kurzer Zeit von mehreren Referenten euch darstellen, ist schon immer etwas Besonderes. Weil sonst haben wir ja normalerweise, sind wir als Einzelreferent da und halten so ein Thema. Und bei diesem hier, ganz insbesondere, ist es so, dass ihr im Kurzformat, im Kompaktformat sozusagen an zwei Tagen eigentlich das bekommt, was die Essenz der traditionell abendländischen Medizin ist. Alchemie, Astrologie, die Pharmazie, die dahinter steckt, es ist alles im Geiste des Paracelsus und die Referenten, die dabei sind, sind auch die Referenten, die dann in der Ausbildung, in der TAM-Ausbildung, so nennen wir es, die traditionelle abendländische Medizin dabei sind. Wir haben das ja als Konterpunkt auch ein wenig gesetzt vor 20 Jahren, als wir Natura Naturans gegründet haben, war TCM in aller Munde. Und da haben wir gedacht, das geht doch nicht, wir sind hier schließlich in Deutschland, wir sind nicht in China inkarniert und es kann doch nicht sein, dass wir da nicht auch einen Konterpunkt bauen können. Und so haben wir uns überlegt, das war Margits Idee, das nennen wir doch jetzt einfach Natura Naturans, traditionell abendländische Medizin. Und wenn man dann überlegt, was ist eigentlich das Abendländische insbesondere, dann darf man nicht vergessen, weil es gibt ja heute auch die traditionelle europäische Medizin und ähnliches, sie nennt sich dann TEM und ähnliches, wobei Europa ist mehr ein politischer Begriff und Abendland ist ein philosophischer Begriff. Abendland, das ist das Land, in dem die Sonne untergeht. Es gibt das Morgenland, in dem die Sonne aufgeht, der Osten. Es ist ja interessant, dass die ganzen Kulte, die bei uns entwickelt sind, alle sich nach Osten ausrichten, alle sich dieser aufgehenden Sonne entgegenwenden. Und das ist dieser östliche Punkt. Wir haben da übrigens einen sehr schönen Begriff dafür, die Orientierung. Der Orient, die Orientierung. Wir orientieren uns zum Orient hin, zum Land, in dem die Sonne aufgeht. Und wir werden diese Symbolik auch noch mehrmals aufgreifen, weil es ist ja auch die Idee mit Gold, Weihrauch, Myrrhe, die Geschenke der Magier aus dem Morgenland. Was hat es eigentlich mit denen auf sich? Warum hat Jesus Gold bekommen und nicht Blei? Hätte man ja ihm auch ein Stück Blei geben können. Aber warum ist es Gold? Was ist das Wesen dieses Metalls? So wollen wir uns natürlich auch an diesem Wochenende mit besonderen Inhalten beschäftigen. Es wird sicher nicht nur um Therapie gehen. Es wird auch um Philosophie gehen, es wird auch um Pharmazie gehen, weil Metalle kann man nicht einfach kauen. Das geht nicht so einfach. Wenn Sie schon mal versucht haben, einen rostigen Nagel zu verdauen, werden Sie feststellen, dass das nicht einfach ist, dass der schon die Blompen, Blei, die Blompen dann rausreißt. Sie verlieren ihre Zähne und dann haben Sie vielleicht doch nicht etwas zerkrümeltes Eisen im Bauch und das liegt dann sehr schwer im Magen, sehr unangenehm. Also muss man es alchemistisch verwandeln. Das Wesentliche ist, dass die besondere Heilkraft, die in Metallen ist, und sie ist so intensiv wie in sonst keinem anderen Naturstoff, muss auf ganz besondere Weise bearbeitet werden, damit das überhaupt zur Verfügung steht. Wir haben ja die Metalle letztendlich als Spurenelemente auch in uns, besonders Eisen, aber in einer so biologisch verfügbaren Form. Und wenn wir das als Metall, hier sind die Protagonisten des heutigen Tages, schauen Sie sich das an. Wenn Sie versuchen, das zu kauen, werden Sie feststellen, das geht nicht. Es muss verwandelt werden. Und diese Kunst der Verwandlung, das ist eben die Kunst der Alchemie. Und mit der werden wir uns also mit mehreren Beiträgen beschäftigen. Und es wird dann noch weitergehen, dass Margit und ich primär dann vor allem auch noch euch vorstellen werden, wie man dann mit Metallen therapeutisch arbeiten kann. Ich darf in dem Zusammenhang auch unsere weiteren Gäste begrüßen. Da ist zunächst einmal ganz toll die Frau Fackler mit der Firma Metafackler und ihren Mitarbeitern. Wir haben zusammen diese Idee ausgeheckt, vor jetzt knapp über einem Jahr, haben wir uns getroffen und haben überlegt, wir sollten etwas zum Thema Metalle machen, weil die Firma Metafackler hat, das sind diese grünen Schachteln, die da liegen,
hat sehr viel Metallpräparate. Und mich hat die Firma immer schon interessiert, weil es nicht einfach willkürlich zusammengesetzte Rezepte sind, so nach dem Motto, da tut man rein in die Komplexmittel, was halt so einigermaßen bekannt ist, was eine nette Wirkung hat, sondern die Rezepte sind von ihrem Vater entwickelt, eigentlich alle auf dem Geist des Paracelsus beruhend, dass diese Kette, die Idee, geistiges Prinzip, Planetenidee, Metall, Organbezug drin aufgebaut sind. Und Sie haben ja auch eine Unterlage bekommen zu Eingang, das ist dieses hier, von mir geschrieben in den letzten Wochen, habe ich das gemacht und Frau Fackler war so nett und hat das dann jetzt noch in der Papierform gegossen, sodass Sie das alle haben können und lesen können. Es bezieht sich zwar schon primär natürlich auf die Firma selber, es ist aber eine Tatsache, dass natürlich das System übergreifend zu betrachten ist, dass man praktisch dieses Prinzip Zinn dann natürlich auch bei anderen Firmen wiederfindet. Das heißt, wenn Sie das gelesen haben und sehen dann in einem Firmenpräparat ein bestimmtes Metall als Bestandteil, dann können Sie praktisch ableiten, worauf die Wirkung hinausläuft von diesen Präparaten. Deswegen liegen da ja auch ganz unterschiedliche Firmen, die eben die Metalle als Bestandteil haben. Und wenn eine Firma Metalle integriert, ist es sehr häufig so, dass auch ein alchemistischer Geist in dieser Firma mit innewohnt. Wobei gleich zu sagen muss, Homöopathie als solches ist Alchemie. Das heißt, eine homöopathische Firma ist per Definition eigentlich eine alchemistisch handelnde, denkende Firma. Nicht jeder dieser Firmen ist es so bewusst, aber es ist so. Weil Hahnemann hat die Homöopathie aus dem alchemistischen Gedankengut heraus entwickelt. Seine Gedanken waren alle schon da. Man denkt die Dinge nie neu, man denkt sie immer nur weiter. Das muss uns allen klar sein. Er hat die Homöopathie nicht erfunden, er hat sie zu dem gemacht, was wir heute darunter verstehen, aber die Ideen sind sehr alt und vielleicht wird der Herr Giester da nochmal ein bisschen darauf eingehen. Dann darf ich auch noch unsere Schweizer Freunde begrüßen, die Aurora Pharma mit Herrn Renato Kaiser sind auch da. Die Aurora Pharma von Herrn Lütti gegründet, nach der Alchemie von Frater Albertus, sehr interessant. Ich würde mal sagen, vom alchemistischen Geist her, ist es die Firma, die dieses Prinzip noch am stärksten im Moment von allen Firmen verkörpert. Es ist ein sehr, sehr komplexer Vorgang, wie die Arzneimittel hergestellt werden. Und es wird auch so sein, wir werden dieses Jahr mit unserem Seminar, mit unserem Geomantie-Seminar, was wir im Juli auf August veranstalten werden, werden wir auch dort zu Gast sein, weil da geht es um Geomantie und alchemistische Transformationsprozesse. Wir werden uns in heiligen Orten aufhalten und dann einfach sehen, was ein heiliger Ort wie ein Arzneimittel auf uns wirkt und uns verwandelt und dann aber auch überlegen, wie ist das eigentlich, wenn man jetzt ein alchemistisches Präparat zur Hilfe nimmt, was passiert dann? Und dann ist die Naturheilpraxis noch da, ich darf Herrn Brunner begrüßen, da ist er, und wir haben ein wunderbares Joint Venture seit 20 Jahren, Naturheilpraxis, und wir arbeiten mit Fleiß zusammen, wir haben ja Bücher schon zusammen herausgebracht, der Flamm Verlag, da gibt es dem Geist auf die Sprünge helfen. Es gibt das Mistelbuch und es gibt unsere Naturheilpraxis Spezial. Da bereiten wir übrigens einen zweiten Band vor inzwischen. Und ja, Sie haben die Schirmherrschaft übernommen und haben dieses wunderbare Heft mit Beiträgen der Referenten herausgegeben. Das ist ganz toll. So haben Sie also viel, viel, viel zu schmökern. Ich möchte noch ganz kurz, bevor ich das Wort an unseren ersten Gast übergebe, das Bild erklären, was Sie dort sehen. Das ist schon etwas Besonderes, weil das hat ganz viel auch schon mit dem Thema zu tun. Alchemie ist ja ganz stark bildhaft, symbolisch auch zu betrachten. Und wenn Sie das Bild mal genauer anschauen, dann sehen Sie dort eine Kombination aus Natur und Mensch. Wir haben hier die Natur dargestellt, die Natura. Opus Naturae steht hier oben. Also das heilige Werk der Natur mit dem Lebensbaum, den Arbor Vitae, hier dargestellt. Und dem gegenüber steht der Mensch, der aus seiner Laborarbeit herauskommt und zur Natur geht, aus seinem Labor herausgeht, um sich von der Natur unterweisen zu lassen. Im Labor lernt er eigentlich nicht. Er muss in die Natur gehen, er muss die Natur betrachten, er muss diese Steine sehen, er muss mit ihnen arbeiten. Er muss sie wirklich vor Ort gesehen haben. Er muss sie in die Hand nehmen. Er muss sich von der Natur belehren lassen. Und erst dann kann er mit dieser Weisheit, die ihm nur die Natur vermitteln kann,
ins Labor gehen und ahmt eigentlich dort immer Naturprozesse nach. Um durch die Arbeit im Labor die Tiefe des göttlichen Werkes zu verstehen, des großen Mysteriums, was das Leben als solches einfach darstellt. Das Leben ist ein Wunder. Und wenn man das Lebendige aus den Natursubstanzen heraus extrahieren kann, dann hat man ein Heilmittel. Und aus Metallen es heraus zu extrahieren, ist ganz besonders schwierig. Dort ist es ganz stark gebunden, aber es ist so intensiv wie in sonst keinem anderen Stoff. Es braucht allerdings eine ganz extreme Behandlung, deswegen sitzt Natur auf einem Feuer. Materia prima. Hier. Dann, was man auch bei diesem Bild anschauen sollte, ist, dass die Natur eine Planetenkrone aufhat. Das werden wir heute Nachmittag besprechen, die Planetenmetalle. Jede kosmische Kraft, ich sage jetzt einfach als aber die zwei Lichter und die fünf Wandelplaneten, die sieben kosmischen Kräfte, die sieben Planeten, ist einfach ein bisschen einfacher zu kommunizieren, sind dann jeweils mit den Metallen assoziiert. Wenn man hier mal zählt, stehen hier sieben Destillationskolben. Das heißt, für jedes Metall ein Kolben. Das Feuer wiederholt sich hier, das, was hier der Lebensbaum darstellt. Das heißt, die Metalle werden auch durch Feuer geboren. Sie brauchen Feuer, das ist auch ihr Essenz, den sie in sich tragen, das ist ihr Glanz, das ist ihr Feuer, braucht eine ganz spezifische alchemistische Behandlung und deswegen brauchen wir auch den Schmelzprozess zum Beispiel. Über den werden wir noch reden. Man muss ein Metall verwandeln, muss ein Metall aus seinem starken Strukturgefüge herauslösen, in die Flüssigkeit bringen, ins Sublimierte, ins Ätherische hineinbringen, damit man es überhaupt auch destillieren kann. Darüber werden wir noch einiges erfahren mit der Metalldestillation. Wenn man mal diesen Baum anschaut, dann hat er die Lemniskate. Ja, das ist also die Grundidee des Aufsteigens und Absteigens. Es ist die Zahl 8, die sich da verbirgt. Und wenn man dieses Gebäude anschaut, dann ist es ein Oktogon, ein Achteck. Das heißt, die Zahl 8 der Natur, der Lemniskate, ist im Gebäude aufgenommen worden. Das hat seine Gründe, warum die Firma Soluna zum Beispiel ihre Arzneimittel in einem oktogonalen Raum zur Ruhe kommen lässt und reifen lässt. Dann sehen wir weiter das Trennen und Vereinen. Das Prinzip der Spagyrik, das hier so in etwa einem Pelikan gleicht. Das ist ein alchemistisches Instrument. Und dann sehen wir hier oben eine Dreiteilung. Zwei Wege führen zusammen und es gibt zwei Wege nach außen. Es ist also eine Trinität dargestellt. Gott Sohn, Gott Vater, Heiliger Geist, das kennen wir als Prinzip. Wobei die Mitte eben der Geist ist und das ist hier verkörpert durch eine sieben, das ist eine Blume mit sieben Blütenblättern und da drinnen steht die rote Tinktur, das ganz Besondere, und oben drüber wird es vom kosmischen Licht bestrahlt. Dann finde ich auch noch bemerkenswert, dass es hier ein Engel ist, der die Unterweisung gibt und es ist ein weiblicher Engel. Die Natur ist das Weibliche, das uns lehrt. Deswegen, wer die Natur nicht ehrt, wer das Weibliche nicht ehrt, wird niemals Weisheit erlangen. Das ist zumindest schon mal die Grundbotschaft des Alchemisten. Es gäbe sicher noch ganz vieles weiteres zu betrachten, besonders auch die vielen Wortwahl, die hier stehen, auch dass zum Beispiel die Wurzeln des Baumes auch noch mal dreifach aufgebaut sind, als Pendant, wie oben so unten, wie unten so oben, hier oben dreifach, hier unten dreifach. Hier steht das Opus Mechanicae. Das ist eben das reine Operieren im Labor im Gegensatz zum Opus Naturae. Und wir müssen als Alchemisten uns von der Natur belehren lassen. Oder wie hat Paracelsus es gesagt, der Arzt geht durch den Naturexamen. Die Natur ist das, was prüft. Soweit also eine kleine Erklärung zu diesem Bild. Sie sehen, es hat sehr viel philosophischen Anspruch, es hat die astrologische Idee, steht drin und eben die Alchemie.